Sulzul, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Oh, Gimli! Oh, willst du deinen Schwanz fangen? Ach Gott, das ist so süß. Es ist einfach nur, es ist so gold. Ich guck mal, Gimli ist in der Stadt, wir machen ein Bild. Oh, ist das nicht süß? Guck mal mit dem Arsch hinten drauf. Wobei, ich weiß es nicht. Irgendwie sieht das Bild komisch aus, aber auch irgendwie echt cool. Nee, nicht so. Das mag ich gern. Das machen wir noch als Bild. Das ist auch irgendwie nice. Nee, überbelichtet. Nicht so. Das ist krasse Sättigung. Oh. Das war gerade das süßeste Bild irgendwie, finde ich. Oh, klar. Der ist so süß. Er ist einfach so niedlich. Wir müssen uns auf jeden Fall morgen nochmal mit ihm beschäftigen. Aber ich würde sagen, die beiden gehen jetzt erstmal nach Hause. Oh, er mag spielen. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht morgen mal machen oder sowas. Und ja, ihr habt tatsächlich recht. Es gab da irgendwie was bei Sims 1, dass man da Wettbewerbe machen konnte. Irgendwas war da. Ich meine, ja. Es hat mir jetzt ein paar geschrieben und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass da irgendwie was ging. Ich würde es sowieso mega cool finden, auch wenn das natürlich grafisch absolut nicht mehr auf dem Stand ist. Würde ich es eigentlich mega cool finden, wenn es von Sims 1 eine Origin-Version gäbe, mit der kompletten Kollektion, wie von Sims 2. Das wäre mal richtig Hammer. Muss ich sagen, das wäre richtig, richtig cool. So, wir aktualisieren noch unseren sozialen Medienstatus. Hallo? Jetzt. Und schreiben noch Gute Nacht, Hashtag mein Bett ruft. Und das interessiert jetzt 20 Follower mehr. So, oh, Gimli möchte spazieren gehen. Können wir ja gucken. Vielleicht können wir ja morgen mal einen Tag von zu Hause aus arbeiten. Aber ich darf morgen den Tag eigentlich nicht versauen, weil morgen kann ich befördert werden. Wir arbeiten Donnerstag von zu Hause aus. Oh, es regnet. Diese Station hier, die erinnert mich so ein bisschen an diese U-Bahn-Station oder Eisenbahn-Station oder S-Bahn oder was auch immer das war bei GTA 2 früher. Ich weiß auch nicht warum. Habe ich jetzt eigentlich gelernt, die Samosas herzustellen? Nee, warum nicht? Warum kann ich keine Samosas herstellen? Das ärgert mich jetzt. Hä? So. Morgenroutine. Und ich frühstücke einen Obstsalat. Ich darf ja auch mein Fitness hier nicht vernachlässigen. Das darf ich auch nicht vergessen. So nebenher. Ich hatte übrigens die Idee bekommen, dass ich hier jetzt in diesem Let's Play Part den angehenden Gärtner kennenlerne. Und ich dann mit dem, wenn wir hier fertig sind, nach Oasis Springs ziehe. Dann haben wir jetzt ja wieder ein Sim mehr, aber ich hatte die Idee gesagt bekommen, weil ich ja überlegt hatte, ob ich hier die Zeit ein bisschen länger stelle, weil ich einfach gerne ein bisschen mehr
mit mir, also mit meinem Sim spielen möchte. Nicht mit mir, sondern mit meinem Sim. Und ich fand die Idee eigentlich ganz cool. Könnt ihr mir ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Oh, guck mal da. Jetzt kann ich Buntbarsch aus der Pfanne machen, Kekse mit Schokostückchen und Pfannkuchen. Alles drei richtig geil. Ich muss ja ehrlich sagen, ich mag am liebsten wirklich diese, die Cookies. Wirklich diese knusprigen Bröselplätzchen mit Schokostückchen drin. Das ist wirklich so. Oh, kleiner Mann. Guck mal hier, wir können mal noch ein bisschen Blödsinn machen. Und dann ist mir gerade noch was eingefallen, was ich ihm tatsächlich noch verpassen könnte an Klamotte, wenn wir sowas dann haben. Und zwar für so ein Wetter würde ich ihm ganz gerne noch irgendwie so eine Art Regenjacke verpassen. Weil gerade Hunde, die halt aus wärmeren Regionen kommen, oder es gibt ja auch Hunde, die Wasser einfach nicht so gerne mögen. Regenwasser oder sowas. Ich finde, es ist dann schon ganz sinnig, denen auch eine Regenjacke anzuziehen. Wenn man merkt, dass sie es halt wirklich nicht mögen. Und ich habe immer das Gefühl, dass gerade die kleinen Hunde Regen hassen. Wenn man das mal so sieht oder liest in Foren und so. Ich bin ja auch doch in einigen Hundeforen speziell, also nicht aktiv, nicht mehr so, dass ich schreibe, aber halt mitlese. Jetzt hat er ja schon das, aber das ist ja kein Regenoutfit. Deswegen. Will ich mal gucken, ob wir da noch irgendwas haben, was so ein bisschen mehr Richtung Anti-Regen aussieht. Nee, nicht wirklich. Oha, Kleidchen. Das hier ist ein Anti-Regen-Kostüm. Wir machen einen Dino aus ihm. Nee, sowas wie eine einfache Regenjacke in Anführungsstrichen. Haben wir, glaube ich, tatsächlich gar nicht. Das ist ja doof. Wir hätten nur das hier als Ganzkörper. Nee, dann muss der Kleine ohne Regenjacke auskommen, weil das sind ja alles so alberne Kostüme. Ja, es ist nur Sims, da kann man den ruhig sowas mal verpassen. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde auch bei Sims nie mit diesen Kostümchen warm werden. Dann klicke ich sie an und denke mir, oh, ist ja eigentlich schon ganz süß. Und dann denke ich mir, ach nee, komm, weg damit. Es ist halt, ich bin einfach kein Fan von blödsinnigen Tierklamotten. Oh, Liebe spüren. Und dann machen wir einen kurzen Spaziergang. Oh. Ich muss ja schon bald auf die Arbeit, dann hoffe ich mal, dass ich bis dahin wieder zurück bin. Das ist ja sonst doof, da läuft ein Schirm. Jetzt läuft da auch noch ein ganzer Sim. Ja, ich habe das perfekte Outfit an für. Ach, guck mal hier, Jared ist aber auch gut unterwegs.
Du hast auch das perfekte Outfit an für die Jahreszeit und Regenwetter. Heieieiei. So, jetzt muss ich tatsächlich auf die Arbeit. Ja, und wie lange dauert das jetzt, bis ich mal irgendwann auf die Arbeit gehe? Könnte ich jetzt bitte auf die Arbeit gehen? Ich bringe den Hund nicht mehr zurück. Oh, er hat ihm auf die Füße gepinkelt. Ja, es wäre schön, wenn du jetzt mal irgendwann auf die Arbeit gehen könntest. Du hast nämlich nur noch 3 Stunden, hast schon die Hälfte verpasst. Wie ich sowas hasse. Ah, da habe ich natürlich nicht drauf geklickt. So, jetzt aber hier richtig reinhauen. Ich wollte heute eigentlich die Beförderung haben. Wenn das heute nicht funktioniert, doch funktioniert. Gut. Gerade so noch eben. Ja, und Gimli kann sich erstmal ein bisschen ausruhen, der kleine Mann. So, ich bin jetzt Clickköder-Designerin. Ich bin jetzt für Clickbaits zuständig. Deine Aufgabe besteht darin, Artikel zu schreiben, die die Leute auf deine Website locken. Ob die Artikel ihrer Überschrift gerecht werden, ist nicht dein Problem. Je aufgebrachter die Leser sind, desto besser. Ja. Und das muss ausgerechnet ich jetzt machen als bekennender Clickbait-Hater. Das ist ja, wenn Videos so reißerische Titel haben, und es kann mich noch so sehr interessieren, da klicke ich die nicht an. Mache ich nicht, aus Prinzip nicht. Weil ich mir immer denke, nein. Und du ziehst mich jetzt nicht mit dem Scheiß auf dein Video. Nee, ihr wart schon spazieren. Wohnungsschlüssel geben, ja, das könnte ich mir mal speichern. Wir haben doch schon Spielzeug. Hier, du könntest mal deinen sozialen Medienstatus wieder aktualisieren. Ach, warte mal, guck mal. Oh, ich putze. Ein Bild teilen könnten wir noch. Genau, das bringt auch mal ganz gut Follower dazu meistens. Aber mir ist es noch nie passiert. Ich hatte noch nie das Glück, was manche andere schon gehabt hat, dass da so ein Riesenschwung kommt. So, ja, was ein langweiliges Bild. Wir üben jetzt Platz. Was für ein langweiliges Bild. Ach, das war alles schon. Ich dachte, da käme vielleicht noch ein bisschen was Interessantes dazu. Oh. Macht er gut, der kleine Fratz. Platz. Ist er nicht schlau? Tatsache, da kann ich auch einen Rahmen drumrum machen. Das ist natürlich süß. Ich will mal schauen, wir haben ja doch noch mehr Bilder. Und zwar würde ich gerne bei diesem einen Bild, wo man ihn von der Seite sieht. Ich muss mal move. Huch. Nein. Wo gehe ich denn jetzt rein? Ich wollte nirgendwo rein. Ich dachte, ich hätte die... Nein, ich will nicht reisen. Ich dachte, ich hätte die Cheatbar schon offen. Da fällt mir ein, dass ich immer noch das Video machen muss, was ich euch versprochen habe.
Kann ich das auch frei verschieben im Baumodus dann? Ja, das geht. Hier finde ich es ohne Rahmen, glaube ich, schöner. So, man muss sich ja nicht immer irgendwelches teures Zeug kaufen. Man kann ja auch mal die Bude so schön aussehen lassen, ne? Ah, das ist so süß. Gimli hat den Befehl Platz gelernt. Dafür wirst du erstmal gestreichelt und umarmt und geknutscht. Und dann will ich wissen, wie sehr du mich magst. Kleiner Zwerg. Du bist ein kleiner Zwerg. Ah, jo süß. Du bist. Una Turb. Wir mögen uns. Ah, wie seht ihr das eigentlich mit Hundeknutschen? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe da überhaupt gar kein Thema mit. Also das ist, wenn ich einen Hund knutschen will, dann knutsche ich einen Hund. Ich mache mir Fischtacos. Ich mache mir jetzt leckere Fischtacos. Wie sieht es eigentlich gerade aus so... Ach cool, der macht dich krass. Tag ist in der kompletten Nachbarschaft. Auch nicht schlecht. Oh, hier Liebestag. Dafür müsste ich eigentlich mal meinen Sim erstellen. Schon mal im Off. Das werde ich dann wirklich im Off machen. Den Mann meiner weiblichen Sim-Träume. Und da gucken wir mal. Vielleicht werde ich den dann ja genau ausgerechnet da kennen. Wäre ja eigentlich eine coole Sache. Was will ich haben? Eine Bienenkiste. Das macht immer noch keinen Sinn. Also dann, ihr Lieben. Ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!